Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ländle Talk, wiederum direkt vom Studio in Götzis am Garnmarkt hier bei Ländle TV. Heute habe ich einen Gast, auf den ich mich wirklich und ganz ehrlich sehr, sehr freue. Wir kennen uns schon viele Jahre und viele Zuseher jetzt an den Bildschirmen kennen ihn natürlich auch. Nicht nur in Vorarlberg, weit über die Grenzen hinaus ist er bekannt. Nicht nur durch die Sendung Begegnung am Berg, sondern durch viele Aktivitäten. Es freut mich riesig, dass er heute bei mir zu Gast ist. Franz Lutz, herzlich willkommen. Hallo, grüß dich, Günther. Franz, es wäre natürlich jetzt verpönt, wenn ich per Sie mit dir wäre. Wir kennen uns schon so viele Jahre. Aus diesem Grund natürlich per Du. Franz, die Begegnung am Berg ist ein echtes Format, das unglaublich eingeschlagen hat hier bei uns bei Ländle TV. Sehr erfolgreich ist. Worauf führst du den Erfolg dieser Sendung Begegnung am Berg zurück? Einerseits auf die Natürlichkeit. Es ist natürlich leicht, wenn man solche Plätze wie jetzt im Land, das ist eigentlich der schönste Platz auf der Welt, wenn man Berge zeigen kann, Persönlichkeiten dazu, Privates, und das sehr informativ. Das ist eine gute Mischung. Also ich kann es nur bestätigen, also wir bekommen sehr viel Resonanz, immer wieder wird gefragt, wann kommt die nächste Sendung und so weiter. Wir produzieren ja fast das ganze Jahr hindurch. Franz, ich persönlich darf das sagen, du würdest es nie sagen, aber ich glaube, es liegt auch sehr stark an deiner Persönlichkeit, an deiner Sympathiewerten, so wie du auftrittst. Nein, ich versuche authentisch zu sein und ja, ich gehe gerne auf die Leute zu und die Menschen merken das, ob es ehrlich ist. Wenn wir bei der Ehrlichkeit bleiben, Hand aufs Herz, gibt es irgendeine besondere Geschichte bei Begegnung am Berg, die dich total fasziniert hat, dass etwas ganz Besonderes war oder eine besondere Sendung? Ich glaube, da hättest du viel zu erzählen. Oh, ja, da gibt es natürlich viele, viele kleine und schöne Geschichten. Sehr beeindruckt hat mich die Bergtour auf die Zimba mit dem Landtagspräsident Harald Sonderegger. Da habe ich gestaunt, wie der da hinauf ist und denkt, mein lieber Mann, der ist fit, der ist fit. Oder andererseits einmal eine Sendung mit dem Mundl. Ich wollte von ihm einfach dieses Zitat, du kriegst erwatschen, dass der 14 Tage der Schädel wackelt. Dann hat er gesagt, ich bin Schauspieler, das war eine Rolle und das bringe ich nicht mehr. Okay. Am Ende des Interviews hat er das natürlich eingebaut und hat gesagt, wissen Sie, warum ich das jetzt gemacht habe? Weil Sie mit mir wunderbar umgegangen sind. Was ich immer wieder feststelle, wenn ich mit unseren Partnern, die du auf dem Berg begleitest, ins Reden komme, sind zwei Geschichten. Zum einen ist jeder total emotional berührt, wenn er die Geschichte mit dir erlebt hat. Und zum Zweiten kommt mir vor, dass auch auf den Bergen die Menschen viel offener sind. Kann man das so sagen? Doch, über 1000 Meter ist das eine besondere Spezies. Man ist bei Du, man redet über alles, Privates, über Touren und man ist offen. Und vielleicht macht das auch die gute Luft, die Atmosphäre, aber das ist ein besonderer Menschentyp. Alle, die gerne in die Berge gehen und wandern. Jetzt der höchste Berg, der bei Begegnung am Berg in der Ausstellung war, war welcher? Pitzbuin mit dem Landeshauptmann. Okay. Und andere Berge, Panürla ist ein schwerer Berg, aber Zimba ist wieder herausfordernd. Aber es gibt auch so schöne kleine Touren im Land, zum Beispiel in Bregenz, in der Stadtnähe oder von Dornbirn hinauf auf die Alpe Schwende oder in Velke auf den Stadtschrof. Es hat jede Wanderung seine Reize. Die lustigste Sendung, also eine der lustigsten fand ich persönlich, waren alle super, ja. Ich schaue sie wirklich gerne an. Aber das war der niedrigste Berg, das war der Rhein da mit dem Brunner von der GKK. Ja, Manfred Brunner, der Chef der Gebietskrankenkasse, mit dem war ich auch auf hohen Bergen. Dann hat er gesagt, ich möchte jetzt einfach einmal den höchsten Berg vor Höchst sagen. Und dann habe ich gesagt, ja, wo ist da ein Berg? Dann hat er gesagt, wir gehen den Rhein da hoch für 11 Meter. Und dafür sind wir dann hinaus, die ganze Rheinmündung bis an die Spitze. War auch lustig, wir haben keinen Sonnenschutz mitgehabt, wir sind bei Regen weg und zurück sind wir mit Sonnenbrand gekommen. Also im Prinzip erlebt man hier unglaubliche Geschichten, glaube ich. Also wie gesagt, ich habe das von so vielen Partnern gehört. Erstens begeistert von der Geschichte und zweitens, sie waren immer verwundert, wie viele tausende Menschen das sehen.
Ja, die Rückmeldung, was schön ist, dass viele Menschen die Tour immer gleich nachmachen. Also eine Woche später, das müssen wir unbedingt machen. Toll war natürlich auch, wenn man mit Olympiasiegern, wenn man denen die Heimat zeigt und wenn sie auf einmal aufmachen, zum Beispiel Toni Innauer, ich bin mit dem im Bregenzer Wald herum und auf einmal sagt, du hast mich so oft gemacht, wie ist dir das gelungen? Er hat mir die intimsten Sachen erzählt, oder Anita Wachter. Dann habe ich ihren Hausberg gezeigt, da war sie noch nie oben. Okay. Was hat dich eigentlich ja, in die Berge gebracht? Bist du ein Bergler? Na, früher überhaupt nicht. Einmal im Jahr, drei Schwestern, Gurtenspitze, das war's dann. Okay. Aber ein Freund hat angefangen Bergsteigen, hat gesagt, geh mal mit auf den Kilimanjaro. Und gesagt, bist du wahnsinnig, fast 6000 Meter. Okay. Aber es hat mich gereizt und dann habe ich angefangen, regelmäßig zu gehen. Also bei uns da, in der ganzen Umgebung, bis zum Pitzbühel, Großglockner. Und dann bin ich auf den Kilimanjaro. Unglaublich. Und die Geschichte Begegnung am Berg, also es sind jetzt zwischenzeitlich, haben wir mit Ländle TV, glaube ich, über 100 Serien schon gemacht. Ja, also ganz spannend. Und bei dir merkt man, das macht dir auch richtig Freude. Ja, ist doch schön mit Menschen in der Natur. Manchmal kann man auch die Stille hören. Und das macht das Besondere aus. Okay. Also wenn ich was höre, dann ist es nicht nur die Stille bei dir, sondern ich merke auch immer wieder, wie du auf Menschen zugehst. Also die Liebe von den Bergen und zu den Menschen, die ist unglaublich. Also ich kann es sagen, wenn ich unterwegs bin oder das Glück habe, mit dir etwas unterwegs zu sein, habe ich immer das Gefühl, dich kennt jeder. Also ich glaube, man muss, wenn man sowas macht wie du, nicht nur die Berge lieben, sondern auch die Menschen. Natürlich liebe ich auch die Menschen, ich liebe auch das Leben, weil das Leben ist schön. Durch einen Schicksalsschlag vor 12 Jahren hat man mir gesagt, im Spital, Herr Lutz, regeln Sie alles. Ein halbes Jahr ist es vorbei. Und das habe ich mit Glück überstanden. Und seitdem schätze ich jeden Tag, jeden Augenblick, jede Blume, das Leben und die Menschen. Und wir leben an einem der schönsten Orte der Welt. Das war vor 12 Jahren, Ja. dieses einschneidende Erlebnis, und hat in diesem Fall dein Leben geprägt. Sehr. Und heute bist du fit wie ein 20-Jähriger. Das nicht, aber ein guter 40-Jähriger. Okay, ich hoffe, ich werde zu deinem 40er nächste Woche eingeladen. Ja. Würde ich mir sehr wünschen. Na, ich war immer wieder fasziniert, und es kommen die Menschen auf dich zu und hallo Franz, und wirklich immer wieder ein Thema. Man hat das Gefühl, ja, man mag dich. Du bist aber auch ein Mensch, der politisch engagiert war in der Vergangenheit sehr stark. Bist du ein politisch denkender Mensch? Ich denke, das Leben besteht aus Politik und man sollte sich Gedanken machen. Damit meine ich nicht Parteipolitik. Aber es ist wichtig, dass die Menschen sich bewusst sind, es muss jemand was machen und hoffentlich auch gut, damit alle glücklich sind. Aber man muss sich einbringen. Du warst ja selber, wenn man viel, du warst sehr vieles politisch, aber unter anderem warst du auch Vizebürgermeister in Franz. Nein, aber ich war 39 Jahre Gemeinderat und Gemeindevertreter in Frastanz. Das nicht, aber. Ja, aber ich war ja bei anderen Vereinen dann tätig, weil das Gemeinsame doch schön ist. Ich meine, ich denke jetzt an Fasching. Ich war 12 Jahre Burggraf der närrischen Ribbelzunft Frastanz, 13 Jahre Obmann vom Fußballverein Frastanz. Du als ehemaliges Supertalent solltest Danke, das ja danke, wissen. danke. Franz, das ist ein ganz spannendes Thema Vereine. Also, wenn ich das mitverfolge, wir kennen uns jetzt schon lange, aber wirklich intensiv, seit 2 Jahren, würde ich sagen. Und wir unterhalten uns auch oft. Wie wichtig waren Vereine in deinem Leben? Ich denke, Vereine sind sehr, sehr wichtig und das Ehrenamt. Weil, stell dir mal vor, es gibt keine Vereine. Was machen die Leute? Ist jeder vor dem Tablet, nur noch am Handy, man redet nicht mehr. Ich denke, die Vereine haben ja eine große Verantwortung, eine soziale Verantwortung auch. Weil da kann man sich zurückziehen, austauschen, da findet das Leben statt. Ich kann aus meinem Leben erzählen, ich war 26 Jahre auch Obmann in einem Verein. Ich sage immer auch zu meinen Mitarbeitern oder zu unseren Leuten, ich glaube, wenn jemand die Fähigkeit hat, einen Verein zu führen, ist er auch befähigt, eine Firma zu leiten. Also für mich war der Verein eine sehr prägende Geschichte in meinem Leben und sehr wichtig.
Und das merkt man ja bei dir auch. Du warst Obmann im Freistand, beim Fußballclub und vieles mehr. Also war natürlich voll prägend für dich. Natürlich, es muss ja alles strukturiert sein, wenn Gemeinschaften sind, wenn zusammen durcheinander. Also dann funktioniert gar nichts mehr. Es ist schade, dass immer weniger Leute sich jetzt einbringen in den Vereinen. Viele Vereine haben größte Mühe, dass sie Funktionäre finden. Oder bei Gemeindewahlen und so, dass sich Kandidaten bereit erklären, mitzutun irgendwo bei einer Partei. Dabei ist das für uns alle so wichtig. Du bist ein erfahrener Mann, stehst mitten im Leben. Warum sollte jemand unbedingt zumindest ein paar Jahre seines Lebens in einem Verein oder in der Gemeindepolitik tätig sein? Kannst du mir hier ein Argument liefern? Ich glaube, das ist jeder eigentlich der Allgemeinheit schuldig. Allgemeinheit kann nur funktionieren in einem Miteinander. Und ein Teil seiner Freizeit ist doch günstig, wenn man das einbringt, damit andere eine Vielfalt an Möglichkeiten haben im Leben, weil sonst wäre es ja zappelduster. Wenn es keine Vereine mehr gibt, was ist denn da? Ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, in der Vorbereitung auf den Ländle-Talk zum Wohl Franz. Entschuldigung. Überhaupt keine Entschuldigung, dafür ist es da. Ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, im Zuge der Ländle-Talks auch meine Mitarbeiter einzubeziehen oder unsere Leute und zu fragen, was interessiert euch an Franz Lutz. Und eine Frage, die aufgetaucht ist, war, wie sieht ein Tagesablauf von Franz Lutz aus? Ja, ich bin immer sehr früh wach und die ersten Gedanken sind, was muss ich heute machen, was will ich heute machen. Es fängt mit dem Frühstück an, Zeitung lesen, eventuell Frühsport, kann auch sein, dass man eine Stunde geht oder dann haben wir Lügenwandert und dann ja, zieht es mir meistens Richtung Feldkirch. Kaffee Hecht ist ein beliebter Treffpunkt, da haben wir verschiedene Zeitungen, man trifft Leute, hört das Neueste, was ist in der Stadt, im Land. Und am Mittag geht es dann retour und am Nachmittag macht man Schlöffle. Aber dann geht es schon weiter, schauen, was ist am Abend los oder kann man am Nachmittag mit jemandem sich treffen. Auf jeden Fall der Tag endet meist so gegen Mitternacht. Also für dich ist es wichtig, auch immer wieder unter Menschen zu sein, wenn du nicht gerade Drehtag hast mit Begegnung am Berg. Mhm. Versteckst du dich nicht in deiner Wohnung, sondern du bist eigentlich immer unter Menschen. So ist es, ja. Spannend. Also wie gesagt, ich durfte das schon öfters mit dir miterleben. Also es ist echt spannend. Kann ich wirklich jedem Zuseher nur empfehlen, wenn Sie Franz Lutz mal treffen. Ein Abend mit Franz Lutz, das lohnt sich. Also da ist immer was los. Franz, jetzt natürlich aus diesem Tagesablauf heraus sieht man ja, dass du jetzt eigentlich in der Pension wärst. Mhm. Eigentlich könntest du dich zurückziehen. Aber was mich noch interessiert, was hast du eigentlich beruflich gemacht, bevor du das große Aushängeschild bei Ländle TV wurdest? Nein, ich stamme aus einer Arbeiterfamilie, bin dann aber schon mit 14 von zu Hause weg und habe dann bei der Eisenbahn von Papierlizemklauber bis zum Verschieber, Bahnhofvorstand, Lehrer, Marketingleiter, bin dann weg von der Bahn und bin noch in der Privatwirtschaft. Und dann bei Expeditionen habe ich immer mitfilmen müssen. Ich war ja auch auf Hohenbergen, Südamerika, Nepal, Russland. Und das war dann mein Hobby. Ich habe mir gedacht, halt, andere kaufen sich ein Segelboot. Ich möchte in die Berge mein Hobby umsetzen und den Leuten zeigen, wie schön unser Ländl ist. Also wir befinden uns in einem Land, wo andere Urlaub machen. Absolut, das ist nicht allen bewusst. Ein Stichwort in deiner beruflichen Laufbahn. Also hast sehr vieles gemacht in diesem Fall. Und was hat dir in deiner Berufskarriere am besten gefallen? Was war die schönste Zeit? Wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt. Weil ich kann mein Hobby richtig frönen. Super. Ich liebe die Berge, die Natur und die Menschen. Und wenn man das den Menschen vermitteln kann, wie schön das bei uns ist, das ist doch wunderschön. Absolut. Und vor allen Dingen, wie gesagt, bei den Menschen kommt es sehr gut an, was gezeigt wird, wie das gezeigt wird. Ich persönlich darf auch immer wieder bei den Sendungen vieles erfahren. Das ist uns jetzt übrigens auch mit dieser neuen Sendereihe vor Radlberg, ja, als Radsendung, als Pendant dazu, auch gelungen, auch die Menschen aufs Rad zu bringen, in die Natur zu bringen. Selber, wenn du jetzt kein Dreh hast oder keine anderen Verpflichtungen, die Energie holst du dir wo? Ehrlich sein mit mir selber, in der Natur.
Ich kann spazieren gehen, die Stille genießen. Aber ich kann auch vom Hardrock-Konzert bis zur klassischen Musik, also ein schöner Abend, das stärkt die Batterie. Und du hast Kinder? Ja, ich habe 2 Töchter, hatte einen Sohn, der leider früh verstorben ist. Tut mir leid, was ja, sagen. Aber ja, ich liebe die Familie und jetzt mit meinen Enkelinnen, da blühe ich natürlich jetzt wieder zur Höchstform auf. Das heißt, ich kenne das, bin zwischenzeitlich auch zweifacher Opa, also ist ganz was Besonderes. Ja, Opa sein ist doch herrlich. Man holt sich die Rosinen aus dem Kuchen, nicht immer zur Freude der Mütter. Ja. Und vor allen Dingen, man muss nicht schimpfen, oder? Nein, du bist immer sehr willkommen. Du kannst immer sagen, mach ich nicht, das sollen andere für mich übernehmen. So ist es. Franz, jetzt bist du in der 2. Lebenshälfte. Also vermutlich hast du noch mal so lange vor dir, wie du es jetzt erleben durftest. Ja, ja, ja. Das wünsche ich dir zumindest. Jetzt brauche ich einen Schluck. Das wünsche ich dir zumindest. Aber hast du noch Wünsche, Träume, Zukunftsträume? Ja, gesund bleiben, dass die Familie gesund ist und dass es keinen Krieg auf der Welt gibt. Das, ich glaube, man sollte mehr miteinander tun. Vor allen Dingen auch Politiker, die hohen, die einfach sich bewusst sein sollen, wie wichtig Friede ist. Die EU war in so einem Projekt. Wir haben jetzt schon 70 Jahre keine Kriege mehr in Europa gehabt. Das wäre schön. Was wünschst du deinen Enkeln? Ja, dass sie alle Chancen, die sich ihnen bieten, nutzen. Gibt es eigentlich ein Lebensmotto von Franz Lutz? Ja, Gott nicht, gibt's nicht. Okay, also spannendes Lebensmotto. Und nachdem hast du gelebt, also du versuchst eigentlich die Hürden, die sich dir im Leben stellen, zu überwinden. Ja, dazu sind sie da, dass man es überwindet. Was war so das schönste Erlebnis in deinem Leben? Oh, schwierige ja, Frage. Berührend. Ich war in Nepal auf 6600. Und habe ein Amulett von meinem Sohn dorthin lassen, liegen lassen auf dem Gipfel, das war ein namenloser Berg. Und ich habe ihn dann Big Alex getauft. Und das war sehr berührend, ich war ihm sehr nahe. Also das prägt mich heute noch und das war auch, dieses keltische Sonnenrad ist auch ein Andenken an ihn, an Alexander. Das war dein Sohn, der jetzt hoffentlich auch diese Sendung von irgendeinem bin anderen ich ganz sicher, und er lacht sich buckeln. Dass er die Sendung von irgendeinem Blickwinkel sehen kann. Franz, bedanke mich ganz ehrlich, möchte mich persönlich bei dir bedanken, dass du ein Teil unseres Unternehmens bist, aber vor allen Dingen, dass du auch ein Freund geworden bist in dieser Zeit. Und ich hoffe, wir können noch viele schöne gemeinsame Erlebnisse haben, beruflich und privat. Und wünsche jetzt ganz einfach wirklich nur das Allerbeste in deinem weiteren Leben. Und ja, nachdem wir normalerweise ja nichts trinken, dürfen wir heute was trinken. Doch. Danke, zum Wohl. Franz, danke für das Gespräch. Danke, war sehr nett. Ja, liebe Zuseher, das war's. Ländle Talk mit einem wirklich ganz besonderen Menschen. Mit ihm könnte man sicherlich noch stundenlang reden, aber wenn Sie Franz Lutz nicht nur so irgendwo sehen wollen, sondern wirklich auch im Fernsehen sehen wollen, so schauen Sie doch ganz einfach Begegnung am Berg, immer wieder die schönsten Landschaften des Landes in Vorarlberg zu sehen. Schön, dass Sie beim Ländle Talk mit dabei waren und bitte schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Ländle Talk.